Hallo und herzlich willkommen auf meinem DIY-Kanal. Vielleicht hast du es schon gesehen, ich habe eine ganz große Vorliebe für Weinflaschen-Upcycling-Ideen. Da kann man wunderschöne Sachen draus machen. Jetzt im Sommer zum Beispiel mache ich die verschiedensten Windlichtern aus Altglas. Und heute möchte ich dir eine weitere Variante vorstellen, und zwar mit einem Holzsockel. Der hat vorne ein paar Lüftungsschlitze und auch hier einen passenden Ring für unsere Weinflasche. Und wie das Ganze geht, zeige ich dir jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Für dieses Video habe ich jetzt die Weinflaschen schon passend zugeschnitten. Wie das Ganze geht, zeige ich dir unten im verlinkten Video. Für den Holzsockel brauchen wir jetzt ein Kantholz. Ich habe hier ein wirklich dickes Kantholz mit den Maßen 10 auf 10 cm und wähle hier jetzt auch als Höhe 10 cm aus. Weil das Holz jetzt von der Dicke tatsächlich zu groß ist für meine Kappsäge, muss ich das Ganze jetzt in mehreren Schritten durchsägen. Ich drehe also mein Holzstück unter der Säge und mache an jeder Seite den Zuschnitt. Da muss man jetzt natürlich richtig sauber arbeiten, dass der Schnitt gleichmäßig wird. Und anschließend schleife ich meinen Holzklotz gründlich von allen Seiten ab. Wenn ihr jetzt einen kleineren Holzklotz habt, also der muss jetzt nicht unbedingt 10 cm hoch sein, aber die Breite von 10 cm ist wirklich hilfreich, einfach weil ja die Weinflasche gut draufpassen muss. Wir brauchen Platz zum Arbeiten, also kleiner würde ich das Holzstück nicht wählen, aber in der Höhe könnt ihr das natürlich entsprechend anpassen und den Holzsockel auch viel, viel flacher zusägen. Als nächstes machen wir die kreisrunde Vertiefung für das Windlicht oben. Da benutze ich jetzt ein Sägekranzset und suche jetzt hier den passenden Kranz zur Weinflasche aus. Die gibt es in verschiedenen Größen und da muss man einfach ein bisschen schauen, welcher Aufsatz am besten zur jeweiligen Flasche passt. Anschließend montiere ich den Aufsatz auf meinem Akkuschrauber und mache mir an meinem Holzklotz eine mittige Markierung. Nochmal kurz überprüfen, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird. Und dann spanne ich meinen Holzklotz fest ein. Das ist wirklich wichtig, einfach damit ihr die Hände frei habt für den Schrauber und das Holz sich nicht bewegen kann. Achtet darauf, dass ihr es seitlich festklemmt, sodass ihr genug Platz zum Arbeiten habt. Und dann bohre ich mit dem Sägekranz eine Vertiefung ins Holz hinein. Da müsst ihr ein bisschen drücken, schön darauf achten, dass ihr möglichst gleichmäßig tief bohrt. Das Ganze immer mal wieder überprüfen.
Und ich wackel jetzt auch so ein bisschen hin und her, einfach weil das Maß jetzt nicht ganz perfekt war für meine Weinflasche. Nur von der Breite muss das auch noch reinpassen. Also leier ich das Ganze jetzt ein bisschen aus, indem ich beim Bohren das Ganze ein bisschen hin und her bewege. Dadurch, dass jede Weinflasche von der Dicke ein bisschen unterschiedlich ist, müsst ihr das immer mit der Weinflasche ausprobieren und dann einfach nacharbeiten. Damit wir jetzt auch noch eine schöne Vertiefung für unser Teelicht haben, habe ich jetzt einen 40 mm Forstner Bohraufsatz auf den Akkuschrauber aufgesetzt. Und jetzt wird es ein bisschen problematisch, einfach weil der Sägekranz natürlich mittig hier dieses Loch hinterlassen hat. Und jetzt möchte der Forstner Bohrer natürlich nicht so gut greifen. Da muss man jetzt wirklich versuchen, die Mitte zu treffen und dann mit Kraft runterdrücken, bis er sich wirklich mal, ne, wenn er im Holz gegriffen hat, dann funktioniert es ganz gut. Es wird nicht immer perfekt mittig, aber es ist auf jeden Fall jetzt so aus meiner Perspektive die einfachste Möglichkeit, wie ihr da eine wirklich schöne Vertiefung für eine Kerze bekommen könnt. Aber wie gesagt, ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man. Hier hat das zum Beispiel jetzt ganz wunderbar geklappt. Einfach auch so ein bisschen eine Übungsfrage. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Holzstück richtig gut eingespannt ist. Und damit unsere Kerze unter dem Glas auch wirklich gut brennt und entsprechend ausreichend Sauerstoff bekommt, säge ich jetzt hier mit der Kappsäge noch 4 Schlitze ins Holz oben. Und zwar sollten die so tief sein, also tiefer als der Ring, in dem die Glasflasche steht. Daran könnt ihr euch orientieren, einfach damit der Luftstrom funktioniert. Und wie gesagt, das muss ich jetzt auch wieder so wie vorher machen, einfach weil der Holzklotz so groß ist und ich eine recht kleine Kappsäge habe, muss ich hier einfach jeden Schnitt an allen 4 Seiten separat machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das muss jetzt natürlich noch innen richtig schön abgeschliffen werden. Dann kommt das Teelicht hinein und wir können das Windlicht oben aufsetzen und die Kerze anzünden. Zum Löschen der Kerze die Flasche bitte nur unten anfassen und anheben, denn der Flaschenhals wird sehr heiß. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch sehr gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, wenn du magst, denn dann verpasst du kein neues DIY mehr und wir sehen uns beim nächsten Video hier wieder. Ich freue mich drauf.